Guten Morgen. So, heute geht das Event los. Frag mich, wie viel Geld ich daran spenden werde. Oh, Iridium. Was sagt mein Mann? Hallo, mein Ehemann. Ich werde heute einen Spaziergang machen. Ja, mach das. So, ich würde sagen, wir können mal wieder Iridium schmelzen. Haben wir ja schon wieder genügend. So. Das können wir auch gleich reinpacken. Oh, Marnie hat mir Heu gegeben. Dankeschön. Ja, endlich. So, wo dann war das andere Bein? So, das kann man glaube ich nicht besser machen. Ich habe es zwar immer noch nicht getestet, aber ich glaube da war was. So, machen wir dann wieder. Ich überlege mir. Ich glaube, ich mache Saft daraus, ja. Das, warte, kann man Erdbeerwein machen? Crystal Fruit Wine war es bestimmt auch. Wildhonig. Boah, die zwei Sachen da rein. Das hier. Und den Kürbis. So. Aber. Den Rest mit dem Kürbis. Den Kürbis kann ich ja so auch kaufen. Ich weiß, es ist nicht das Beste wahrscheinlich. Und da ich. Ja, es ist nicht das Beste, da ich daraus wunderbar Samen kriegen könnte. Aber das ist mir jetzt egal. Da ich nämlich. Ja. Dingens haben möchte. Oh. Und daraus mache ich auf jeden Fall Samen. Ich wollte, was wollte ich denn? Ha. Ja, ich wollte Juice machen, Saft. Und wenn ich Saft draus mache, dann. Habe ich denn was drin? Nein, ist leer. Weil dann kann ich. Achso, ich muss noch da bleiben. Dann kann ich den Saft verkaufen. So. Vielleicht kann ich hier Geld machen bei dem Event. So. Und wie schaut's hier aus? Ja, passt. Und dann mal auf. Und zum Hühnern schauen. Das auch nicht essen. Quack. So. Schon wieder schon wieder viel glücklicher aus. Dann wird es vielleicht auch mal mit dem Glücklichkeitsbarometer-Dingens dann mit dem, ja. Achso, da ein Ei. Kriegen wir bessere Eier. So, hier noch eins. Genau. Hier eins. Bauchreiter. Das geht durch. So wunderbar. Mal zu meinen anderen Viechern schauen. Wunderbar. Das ist fertig. Das ist fertig. Ja, ist gut. Ist auch fertig. Ja, brauche ich ja jetzt nicht mehr. Da ich einen Autoernter habe. Super. Hat die schon gestreichelt? Die auch? Das? Gut. Da bitte Schwein schon gestreichelt? Ja.
So. Ja, da kriegen wir doch jetzt Iridiummilch. Super. So, ups. Haben wir da woanders dahin geguckt. Da haben wir noch einen Trüffel. Den verarbeiten wir. Ups, so. So Trüffelöl. Milch. So Käse. So mehr Milch. Ich glaube fast, die Milch könnte ich hier so verkaufen. Ach ja, die Wolle kann ich auch so verkaufen. Verkaufen wir das auch so. So. Haben wir das hier schon mal wieder? So. Ah, ich wollte ja dieses eine Ding noch ausprobieren. Verkaufen. Verkaufen. Verkaufen, 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 das hier auch. So, ich glaube, daraus konnte ich keinen Wein machen aus den Dingern. Bin mir noch nicht sicher. So, ich wollte uralte Samen, ja, die können wir auch einpflanzen. Ich pflanze mal ein. Was wollte ich denn tun? Kacke, ich weiß es nicht mehr. Scheiße. Ja. Ich habe nichts gesagt. Vielleicht fällt es mir wieder ein. Ach ja, jetzt weiß ich es wieder. Ha! Ich bin so gut im Sachen erinnern, dass mir gerade zwei Sachen eingefallen sind. Ja, so einmal hier mache ich mal das fertig. Hier, das da, das da, das hier. Also nehme ich die Samen mal ein. So, sind das schon genügend? Ich weiß es gerade gar nicht. So, machen wir einfach mal erstmal so viel. Die habe ich schön gegossen, ja, ich weiß. So, ich möchte die Tomate weghaben. Die war schon lang genug da. So. Auch noch eins. So. Das auch. Hier auch. So wie es ausschaut, ist hier auch was. Ich sehe da nichts. Ja, doch, da ist anscheinend auch was. Oh, wir haben nur noch eine Saat. Gut. So. Kommt hier hin. So. Abmachen. So. Und wir gießen nochmal. Schön. Dann kriegen wir das Feld auch voll. So, ich wollte diesen Blumentopf ausprobieren. Nehmen, wo ich ja innen drin. Da kann ja toll sein, gerade Samen eingepflanzt. Ja gut, wir versuchen es mal. Hier irgendwo einen Samen. Hm. Wir könnten mal mit so einem random Samen versuchen. Mal schauen, was da rauswächst. Also, random Samen. Muss ich das jetzt gießen? Ja, ich muss es gießen. Nein! Bin mal gespannt, was das wird. So, dann können wir da die Saat weglegen. Zeug da weglegen, genau. Das Heu. Heu! Oh, das Iridium. Das ist tatsächlich schon fertig. So, wieder Iridium rein. So. Gut. Wir können nochmal sortieren. Wie packe ich denn das? Ah, rein, gell. Hier. Da war's. Da war ja schon ein bisschen von dem Stau. Also. Hab mir auch nicht alles Mani gegeben, ja. Also. Vieles auch selber bekommen. So. Pack mal hier wieder das da rein. Ich bin mir so ziemlich sicher, dass man Bier nicht reinpacken kann.
Grundsätzlich könnte ich in der Zeit auch wieder Bier machen, wenn es so ist. Verkaufen wir mal das Zeug. Wenn ich das so drüber nachdenke. Das da verkaufen, das da auch. Das bringt eh nicht so viel Geld. So. Das hier, das hier. Schön. Dann gehen wir nochmal zur Mayonnaise. Damit wir das auch ganz fertig haben, so ziemlich. So. Oh ja, warte, da war nicht die Mayonnaise. Hier war die Mayonnaise. In der andere war der Käse. Klingt ähnlich, aber ist es nicht. Also, es ist, ja. Nein. Nein, ist es nicht. So, darf ich durch? Dankeschön. Dann können wir hier auch gerne mal gucken. Aber das Zeug können wir dann auch noch verkaufen. Oh, gab es nur Käse. Ja, nun gut. So ein Käse aber auch. So. Machen wir nächstes Mal eine Runde Käse. Lass mal Käse reifen. Kann man das vielleicht auch hier rein tun? Ich nehme das als Nein. So. 17 Uhr ging es, glaube ich, an. Käse. Dann machen wir es mal auf den Weg. Käse verkaufen. Auf geht's. Ich hätte auch mein Pferd nehmen können, ich weiß. Oh, das sind Würmer. Den nehme ich auch nochmal mit. Das sind noch mehr Würmer. Eine Kristallfrucht. Noch eine Kristallfrucht. Ja, was gratis ist, nehmen wir mit. Wow, die Oma ist ja ganz schön flott unterwegs. Eine Grünalge für Elliot. Hey, wieso geht Clint da runter? Seit man. Oh, da kann ich was rausfischen. Einen Rubin. Gehen die doch tatsächlich jetzt da runter? Wenn so ein Event ist. Klingt interessant. Sei froh, dass ein Bauer, dass du ein Bauer bist. Es ist angenehmer, den ganzen Tag draußen zu arbeiten, als neben einem heißen Schmelzofen zu stehen. Ich bin nur Schmied geworden, weil mein Vater mich dazu gedrängt hat. Oh. Ich wünschte, ich wäre alt genug, zur Meerjungfrau-Schau zu gehen. Ja, oh. Was gibt's hier? Hier ist das U-Boot. Ich glaube, das Boot hier mag ich am liebsten. Es ist was ganz Besonderes. Okay. Das ist alles so mysteriös. Ich liebe es. Doof, dass sie das immer wieder sagen. Riechst du das? Die Luft ist voller Gewürze hier. Hm. Ein originaler Lupini? Nicht schlecht. Oh. Tulpe, Tulpe, Strauß, Risotto. Ah, der Muffin, der schaut geil aus. Hm. Oh, hallo? Oh, hi, Jul. Hast du irgendwelche medizinischen relevanten Fragen? Nein? Kommen da noch welche oder war es das dann schon? Sind es nur die Singles? Nee. Mal gucken. Wo sind denn Georg und... Oh, Linus. Sie sind Reisende, so wie ich. Ich fühle mich mit ihnen verbunden, aber es macht mir nichts aus, einfach hier zu bleiben und ihnen zuzuhören. Okay. Hier unten steht niemand. Gibt es da
da noch welche? Vielleicht sind die auch drinnen, das könnte ja auch sein, man weiß ja nie. Da ist niemand. Oh, es wird schon zu spät. Nein! Seit wann vergeht die Zeit in so einem Event? Nein, nein, nein! Da, das war ein anderes Event. Nein, ich vergeht die Zeit. Ist gut zu wissen. So. Ja, dann was bist du denn? Ich war, was? Verhüllte Person. Ich kann dich für 250 Gold nach Hause schicken. Ach so. Nein? Interessant. Was hast du? Berühmter Maler Lupini. Ich verkaufe dieses Gemälde für 1200 Gold. Was hältst du davon? Nein. Grabstein? Steinfrosch? Hä? Hütchenhut? Pastinakensatz, Bohnensetzling, Blumenkohl, Kartoffel, Tulpenzwiebel, Grünkohl, Zierlauch, Knoblauch, Iridiumkamin. Nein, danke. Was haben wir hier? Oh, hier geht's darüber. Eine Schlange? Meerjungfrau! Ach du Kacke, was ist das dann? Ach du Kacke. Okay. Die arme Meerjungfrau. Okay. Bye bye. Passiert da was anderes, wenn ich hier draufklicke? Okay. Meine Jungfrau. Gab's jetzt noch was? Kann ich da rein? Nein. Großer grüner Stock. Was steht hier? Ich bin spezialisiert auf Außendekorationen. Siehst du etwas, das dir gefällt? Grüne Stöcke, gemischte Stöcke, rote Stöcke, großer roter Stock, saisonale Deko, Saisonpflanze, Saisonpflanze, oh, Saisonpflanze. Oh, toll. Saisonpflanze. Oh, die ist auch hübsch. Saisonpflanze, hab's da. Saisonpflanze. Die schaut auch schön aus. Ich möchte das hier haben. Ich möchte das hier haben. Die mag ich auch haben. Das schaut auch schön aus. Ich weiß nicht, irgendwie lacht mich das Ding an. Ich nehme das doch auch mal. Finde ich irgendwie hübsch, solche Dinger. Auch mit einem großen Grün nehmen wir auch. So. Bisschen eingekauft hier. Oh, die kann ich rausschippen.
Eisenerz. Schau mal hier. Verkäufer, Hallöchen. Hättest du gerne einen Kaffee? Ja. Jetzt einen Kaffee bekommen. Nein, ich habe keinen Kaffee bekommen. Aber danke trotzdem. Es ist verschlossen. Geöffnet von 17 bis 23 Uhr. Gut, dann gehen wir da morgen hin. Es ist Zeit, ins Bettchen zu gehen. Schauen wir mal. Ja, wir müssen noch rechtzeitig ins Bett kommen. So. Gehen wir dann morgen fischen, würde ich sagen. Wow, meine Energieleiste ist auch schon ganz schön hoch. Hui. Das Event finde ich an und für sich schön. Ich mag das, das sah cool aus. Okay, ich mag die Zuckerstangen. Die Zuckerstangen und die Blümchen. Die haben es rausgerissen. So, schauen wir mal, wie viel Geld wir dann heute kriegen. Vielleicht können wir ja schon demnächst anfangen. Mit dem Haus für Pam. So, sind wir wieder zu Hause. Dann würde ich sagen, gute Nacht. Ja, das schaut doch mal ein bisschen aus, ne? Super, wir haben eigentlich das Goldene, die goldene Milch, 380. nicht Gold, Iridium. Das Bier, 19.000. Und das Saft, aber auch relativ viel. Und das helle Bier. Ja, klingt nicht schlecht. So, dann brauchen wir jetzt noch wie viel Geld? Ja, und nicht mehr so viel. Gib mir. Danke. Und die Topfpflanze ist jetzt schon größer geworden. Hallo, mein Schatz. Hey, willst du einen Kaffee? Danke. Ich musste einen machen. Oh, schon wieder einen Albtraum gehabt. So, dann würde ich sagen, Pflanzen ausprobieren. Eine Saisonpflanze. Stellen wir draußen hin. Saisonpflanze. Können wir die jetzt da hinstellen? Können wir immer noch nichts hinstellen? Wieso kann ich nicht ganz zum Rand was hinstellen? Ist doch doof hier vorne. Gut, stellen wir. Hä? Wieso ist das ein Schneemann jetzt? Das ist nicht ganz das, was ich mir vorgestellt habe. Das ist nicht ganz, wenn man schon was da rauskommt. Das ist auch ein Schneemann. Hä? Dieser ändert sich mit der Saison. Ach so, okay. Die sich hier Saison ändert. Sie benötigt kein Wasser. Ah, die ändern sich. Sie benötigt kein Wasser. Ah, so funktioniert das. Dann könnte ich ja mehr Zeug nehmen. Das hinstellen. Ah, oh, sehr schön. Das gefällt mir. Hier noch was hinpflanzen. Ah, oh, toll. Sehr, sehr schön. Muss ich gerade noch ein paar solche Blümchen kaufen. Zuckerstangen und Dekoration für den Hof. Ich würde spontan sagen, ich könnte hier hinpflanzen. Sich das Rote hin. Das große Rote, weil wegen, warum nicht?
Da das hin ist, man könnte ich mal fahren. Vielleicht ein bisschen wegtun. So als Übergang mehr oder weniger. Das ist so, ne? Hier sind ja die Blauen. Ja, ne? Die treffen sich hier und dann geht's darüber. So war mein Gedanke dabei. So. Hat das dann eigentlich nur immer abends auf? Weiß ich jetzt nicht. Benötigt eins Kohle, ja. So, das hier da rein, das hier da rein. Und das hier. Samen. Winterdingens. Das ist auch Winterdingens. Das ist sehr schön. Tschüssi, Kuss. So, wie schaut's hier aus? Nichts fertig. Ah, die Büsche schauen so toll aus. Ich könnte mal. Das da. Da bestimmt noch eine andere Pflanze. So, tun wir das dann mal. Tür aufmachen. Gehen wir das zu meinen Viecherlein. So, hier schaut es aus, als würde es hingehören. So, streicheln. Na, wart ihr alle brav drüber, ne? Ja. Das ist nett. Ist die schon gestreichelt? Ja. So. Hier haben wir Milch. So. Eine Milch. Nicht, ob es halt besser ist, wenn man. Versuchen wir es einfach mal. Vielleicht kriegen wir ja irgendwann mal eine Iridiummilch raus. So. Sehr schön. Haben wir das auch schon? Gibt es hier jetzt wieder was? Genau, was sind die Bäumchen zum Ernten? Ein schöner Farmtag, ne? So. Ja, auch. Habe ich die Innenpflanze eigentlich gegossen? Weiß ich gerade gar nicht. So. Ich dachte echt, das wird ein Bug, ja. Schauen wir mal. Oh. Kiefern-Dingens fertig. Gab's da nicht? Ach ja, die anderen Dinger sind da drüben, genau. Das trägt nichts. Unten haben wir auch offen, das ist doof. Da haben wir Würmer. So, da haben wir auch Würmer. So gut geht, haben wir hier auch noch Würmer. Und da unten bildet sich ein Wald. Ne, lassen wir mal. Können wir später auch noch abholzen. Aber heute möchte ich auf jeden Fall mal die Dinger fertig kriegen. Oh, Katze. Ich möchte angeln. Sowas. Ich möchte angeln. Nicht Dinger fertig kriegen. Was rede ich dann immer? Wenn ich konzentriert bin, dann rede ich nur Quatsch. Wenn ich nicht konzentriert bin und in halber Sache bin. So. So. Sehr schön. Das wird in die Angel. Irgendwie gefällt mir das hier noch nicht so ganz. Das ist mir zu nah dran. Ja. So, hier. Kann man denn die platzieren? Ohne dass sie stören. Da. Ja, da stören sie mich auch nicht. So.
das hier verkaufen. Bis jetzt haben wir noch nicht so viel Zeug verkauft. Kann man das auch voll machen? Weiß ich nicht. So, gibt's da noch irgendwo was? Ja, genau. Nehmen wir das Zeug auch mal mit. So. Den Stein packen wir hier rein, das da auch. Hier die Pilze. Das da daneben. Gut. Und dann können wir hier nochmal den Kaffee verkaufen. Ich glaube, ich nehme mal mein Pferd mit. Kann ich nämlich auch wieder nach Hause ohne Probleme. So. Na, mein Pony. Süß. Dann will man einen Pony haben. Also. Ich frage mich, ob die den. Ich höre gerade, was ist das denn? Achso, das ist immer eine Schleife. Ob die den. Wie heißt's? Oh, da war ein Krokus. Ob die. Ich rede lauter Quatsch. Ah, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ach ja, ob die den Kaffee verkaufen. Damit die. Das. Ja. Damit, wenn du fischen warst, wieder weiter fischen kannst. So, schauen wir mal, ob die schon aufhaben. Wahrscheinlich nicht. So. Gibt's nix im Moment. Ja, das sind die schon da, aber ob sie schon aufhaben, ist die nächste Frage. Ich glaube fast nicht. So, da gibt's nix. Aber wenn, dann wäre es cool, weil dann kann ich hier schöne Fischchen fangen. So, Pfännchen hier abstellen. So. Ah, da hat noch nichts auf, oder? Ah, der Gemüsemarkt ist noch nicht auf. Der Gratis-Kaffee steht schon da. Wann macht das auf? Von 17 Uhr bis 23. Gut, das macht gleich auf. Oh, Willi. Willi, warte. Willi. Mein Alter. War Fischer, weißt du? Ich bin mit dem Segel zwischen den Farninseln aufgewachsen. Wir haben von Fang zu Fang gelebt. Das Fischerleben ist hart, aber irgendwas lässt dich daran festhalten. Wie viel kostet das nochmal? 250 Gold, das ist eigentlich nicht viel. Oder verkauft neues Gemälde. Mit Fischen. Wie kostet das? Hallo? 1200. Irgendwie ist das schön. So. Auf zum Fischen. Tadam. Hier haben wir ein U-Boot. Upsa. Da kommen wir nicht rein. Sind Korallen. Ja, ich glaube, das war's dann auch schon. Hallo. Captain auch. Captain, ahoi, willst du auf eine Tiefseeangler-Tour gehen? Sie kostet 1000 Gold, ja. Mach mal natürlich. Hey, das klingt interessant. Das klingt cool. Bin ich mal gespannt, ob ich auch was Schönes angeln kann. Wo gehe ich denn hin? Ich gehe am liebsten vielleicht darüber, darunter. Ich gehe dahin. Schauen wir mal. Ich dachte, das wäre eher so ein Event. So, so, wo ich dann so sage, so, hey. Neuer Fisch. Gruselfisch. Sowas, wo ich dann bei dem anderen Festival. Wo man dann keine Angelerfahrung braucht. So ein Gruselfisch. Schauen wir mal, was anderes kriegen auch als ein Gruselfisch. Ah, da ist was, wo ich meine Angel reinwerfen möchte. Was? Mitternächtliche Tittenfisch, okay. Was ist da? Mm-hmm.
Mist. So. Und das war mal wieder so ein Tintenfisch. Ich möchte den dritten Fisch auch noch haben. Upsa. Fisch. Ein Kritzelfisch. Bringt das Glück, wenn man da reintrifft? Weiß ich nicht. So blöd zum Angeln. So, jetzt hat das war wieder dieser Tintenfisch. Sieht aus, schon müssen wir dann morgen auch noch mal zum Angeln gehen. Vielleicht haben wir morgen mehr Glück. Ich möchte gerne den anderen Fisch auch noch haben. Sei lieb, gib mir den Fisch. Ja, das war nicht das, was ich haben wollte. Was anderes. Man weiß ja nie. Das war Seetang. Und? Noch mehr Seetang. Ich glaube, hier bin ich nicht so erfolgreich an dieser Stelle. Das geht schwieriger hier bei dem Fisch. Also auch das Angeln. Ich kann hier nicht so schnell angeln mit dem Fisch. Das ist ein Blobfisch. Aha. Zumindest hat sich das für mich so angefühlt, als wäre das schwieriger gegangen zum Angeln. Also nicht von dem, wie er rumgeht, sondern wie das reagiert. Leichter irgendwie. So. Jetzt weiß ich, welche Fische es gibt. Ich würde gerne noch so einen Blubfisch dann holen. Dass ich praktisch von jedem einen verkaufen kann und von jedem einen habe. Seetang und was gibt's jetzt? Mehr Seetang, toll. Ich mich verarschen. Was soll das? So, und das ist ein mittelächtlicher Ding, ja? Nein, doch. Gib mir einen Blobfisch. Das war kein Blobfisch. Oh, jetzt haben wir hier wieder so ein Ding.
Fisch. Es ist halt doof, dass hier die Zeit vergeht. Lass mich raus! Probier mal, ob der Teleport funktioniert. Ja, lass mich nach Hause. Super. Hat funktioniert. Ah, ich habe die Pflanzen vergessen zu kaufen. Die muss ich auch noch kaufen. Mensch. Na gut, kann ja mal passieren. Also ins Bett gehen? Ja. Ich habe sogar ein bisschen Geld verdient. Wahnsinn.